Ja, das nächste Projekt hat sich Gedanken gemacht, wie bekommt man die Sachen aus Minecraft in die wirkliche Welt? Und dazu erzählen Felix und Max uns jetzt was. Viel Spaß. Hallo. Ja, ich hatte die Idee, dass man, wenn man schöne Sachen in Minecraft gebaut hat, dass man die mit Hilfe eines 3D-Druckers in die Wirklichkeit bringt. Aber jetzt mal zuerst, was ist Minecraft überhaupt? Minecraft ist ein Computerspiel, was, wie man hier vielleicht sieht, komplett aus Würfeln besteht. Dort kann man Häuser bauen, seine eigenen Welten errichten und so weiter und so fort. Da ist der Kreativität kein, da ist der Kreativität freien Lauf gelassen. So, wir wollten ursprünglich halt was Kleines bauen, aber dann haben wir das hier genommen. Allerdings waren die größten Probleme bei uns, dass es nur eine schlechte Anleitung gab und auch Fehler in der Python-Software, die wir benutzt haben, waren. Hier sind die Markierungen, die das Python-Skript durchsucht. Allerdings hatten wir damit viele Probleme, weil wir nicht wussten, wo sie hingehören. Mal hatten wir sie nämlich hier oben direkt am Haus angebracht, mal waren sie beide unten und mal waren sie beide oben und so weiter und so fort. Als wir es endlich hinbekommen hatten, diesen Würfel zu machen, hatten wir uns natürlich total gefreut und ja, die Freude war aber ziemlich schnell wieder hin, weil wir dann ungefähr 10 Mal probiert haben, das komplette Haus zu bauen. Es hat allerdings nie geklappt und wir saßen insgesamt mehrere Stunden da dran, bis wir den Fehler behoben hatten und dann schlussendlich das 3D-Modell hatten, mit dessen Hilfe wir auch das Ganze dann gedruckt hatten. Hier sieht man nochmal, was tatsächlich dann aus dem hervorigen Bild herausgekommen ist. Und da ist es. Wenn man jetzt es so ohne Kamera sieht, ist es natürlich noch ein bisschen schärfer und feiner. Aber naja, vielleicht erkennt man ja, was ist dann so. Vielleicht erkennt man das ja. Das ist jetzt was ganz Grobes. So sieht das von unten aus. Hier das Geriffelte, das ist jetzt die Stützstruktur, die da drinne war oder halt noch ist. Mit dessen Hilfe wurde das gedruckt und das kann man dann im Endeffekt dann auch abmachen. Und das war's zu Minecraft in 3D. Ja, virtuelle Welten werden real. Das haben wir gerade wunderbar demonstriert bekommen am Beispiel von Minecraft. Ja, wunderbare Sache. Selbst ambitionierter Minecraft-Zocker? Ja. Ja, da ist es ja auch wahrscheinlich gewählt. Wie lange brauche ich denn um so ein Objekt? Wie lange brauche ich das, bis es gedruckt ist? Kleines hier? Eine Stunde? Bisschen mehr als eine Stunde. Okay, und das sind jetzt hier die würfelartigen Minecraft-Figuren. Hast du schon eine Idee, welches Computerspiel du als nächstes annehmen möchtest? Nee, nicht genau. Nicht genau. Und zur Hervorgehensweise, du hast ja erzählt, ihr habt in dem Minecraft habt ihr Punkte markiert, um die Daten zu bekommen, manuell markiert. Also es war wirklich Experimente, was ihr gemacht habt, ne, oder? Ja, also wir haben diese Pfeiler gesetzt. Und daran dann herumprobiert und mit Hilfe der Pfeiler wurden dann aber die Umgebung wurde dann berechnet von dem Computer selber und dann halt in ein 3D-Modell umgewandelt. Und dieses 3D-Modell habt ihr dann zum 3D-Drucker geschickt und sagt, mach mal, ne? Ja, noch über eine andere App, ich glaube Cura hieß das. Und mit dessen Hilfe haben wir das dann auf eine SD-Karte gemacht und das dann dem 3D-Drucker zur Verfügung gestellt. Sie und ihr seht also schon, so ein Modell zu bekommen, ist keine Trivialität und damit habt ihr doch am Wochenende wirklich eine ganz tolle Sache hier rausbekommen. Herzlichen Dank nochmal dafür an eure Gruppe.